spannend, fand ich. Ja, nur leider blieben die Torchancen aus. Wahrscheinlich würde ich auf der rechten Seite was tun. Das hat mir da einfach nicht so nicht gefallen. Was für Alternativen wir da haben, das müssen wir dann mal gucken, was der Trainer da bringt. Aber letztendlich bin ich optimistisch und ich denke, wir gewinnen das Ding heute noch 2-0. Ja? Ja, also ich fand das sehr geil. Das war ein geiles Spiel, schöne Halbzeit, nur da die Tore haben gefehlt. Du meinst rechte Seite, sprich Thomas Müller? Ja. Ja, was für Alternativen haben wir da? Was können wir da machen? Ja, vielleicht stellen wir mal einfach mal ein bisschen um. Auch ein Marco Marin, der von Werder Bremen kommt, spielt zwar links, aber auch rechts kann er viel zeigen. Und wenn wir den mit frischem Wind bringen, denke ich einfach, Jogi Löw wird auf ihn zurückgreifen und wird ihn bringen und wir schießen das Tor durch ihn, definitiv. Vor dem Spiel hieß es ja, Umstellung vielleicht auf 4-4-2, wäre das was mit dem zweiten Stürmer, Gomez? Ja, definitiv. Umso offensiver. Ja, warum? Was haben wir zu verlieren? Ich denke schon, definitiv. Okay, vielen Dank. Erste Halbzeit 0-0, Deutschland mit der Riesenchance für Özil. Wie fandet ihr das Spiel? Bis jetzt ein bisschen schwach. Schade. Also die hätten die Chance auch besser umsetzen können. Genau. Auf jeden Fall. Was muss man besser machen jetzt in der zweiten Halbzeit, damit es klappt mit dem Tor? Wie bitte? Was muss man besser machen jetzt in der zweiten Halbzeit, damit es klappt mit dem Tor? Mehr nach vorne spielen. Ja. Sprich, einen zweiten Stürmer? Das reicht erstmal so. Weniger, aber ja, denke ich auch. Ne? Es wurde vorher schon gesagt, über die rechte Seite musst du mehr kommen, mit Marin vielleicht? Wäre eine Möglichkeit, aber na? Ich denke mal, so wie es ist, ist es okay. Okay, wie geht das Spiel aus? 2-0. Für Deutschland. 1-0. Alles klar, vielen Dank. Wir sind zurück, Müller, und da ist mal Platz. Özil, ja! Yeah! Die Deutschland! Ein grandioser Treffer! Deutschland in Führung! Nach einem Traumtor von Lise Özil! Richtig traf. Oder auch Philipp Lahm mit Mannschaft alle Spieler einsetzen. Lose ist wieder frei. Keiner hat sich bislang zumindest die zweite Gelbe geholt. Und das wäre dann ja fast noch mal eine Steigerung. Deutschland, England, Geduld. Hansi Flick, Urs Siegenthaler, Oliver Bierhoff, sie geht weiter. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sogar über die WM hinaus weiterläuft. Fest hätte gestanden, dass Jogi Löw, das ist immer wieder deutlich geworden im Gespräch mit ihm, die Konsequenzen gezogen hätte, wenn es heute nicht gereicht hätte. Auch nicht zum großen Fall mit der Leistung gegen Serbien. Deutschland schlägt Ghana mit 1-0 und zum Achtelfinale gegen England. Australien, Serbien, die Info kriege ich gerade, ist auch zu Ende. 2-1
Matschke auf Kalien. Damit sind beide Mannschaften weiter. Deutschland also in Bloemfontein am Sonntag 16 Uhr und gegen England, Ghana gegen die USA bereits am Samstag in Rustenburg. Das die wichtigen Fakten für Sie. Das war live im Ersten, Ghana gegen Deutschland. So, das Spiel ist vorbei, die Party ist groß, 1-0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Durch das Tor von Mesut Özil, wie fandet ihr das Spiel? Sauber. Ja, war gute Stimmung auf jeden Fall. Haben wir ja alles richtig gemacht, Deutschland weiter als Gruppenerste. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Als nächstes gegen England. Was für ein Gefühl habt ihr für das Spiel? Ja, das Nächste. Nee, Gutes. Ja, Weltmeister. Ja, da kann ja nicht mehr viel schief gehen. Vielen Dank. Danke. Ja, 1-0 gewonnen am Ende gegen Ghana, Gruppenerster. Was sagst du zu dem Spiel? Naja, also ich fand es recht interessant. Auf jeden Fall hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet, dass wir das noch schaffen würden. Aber umso überraschender war das erste Tor. Also hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ein Traumtor von Mesut Özil, der vorher nicht überraschen konnte. Hat sich überzeugen konnte. Hat sich überrascht? Ja, doch, ich würde schon sagen, dass mich überrascht hat. Auf jeden Fall richtig geile Stimmung hier. Ja, das kann man sagen. Hier ist viel los im Hintergrund. Jetzt geht's gegen die Engländer. Wie sind deine Voraussichten aus für das nächste Spiel? Ja, ich sag mal, die Engländer sind nicht schlecht. Und ich bin mir nicht sicher, weil das, was man bis jetzt von der Mannschaft gesehen hat, war jetzt nicht so überragend. Also, ich denke mal, es wird ein Spiel zum Mitfiebern werden. Das nächste Spiel da gegen England. Bist du wieder hier? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank. Alles klar.